so schön, hier am Lagerfeuer sitzen zu können. Die ersten Sterne sind schon da. Perfekt wäre es jetzt noch, wenn wir Vollmond hätten, wenn alles so ein bisschen in weiß-blaues Licht getaucht wäre. Aber ich gebe mich mit dem auch zufrieden. Jetzt wird es nicht mehr lang dauern, dann gibt es meine erste Schneetour. Ich freue mich ja schon total auf den Schnee. Wenn alles wieder bedeckt ist, der Wald ist dann so still, alle Geräusche werden verschluckt. Der Schnee stampft, wenn man geht, Pfützen sind gefroren. Das hat schon seinen Reiz, da freue ich mich echt drauf. Ich genieße jetzt einfach nur hier zu sitzen. Der Magen ist gut gefüllt, das Steak war echt lecker. Das harmoniert perfekt mit dem Apfel. Für meinen Geschmack war es ein bisschen zu durch. Ich mag Steaks immer medium, sodass noch so ein ganz klein bisschen rosa ist. So mag ich es am liebsten. Aber gut. Es war so und so sehr lecker. Wenn dann erstmal ein Glutbett da ist, so wie jetzt, dann brennt auch das nasse Holz super. Aber bis man zu dem Punkt erreicht ist, bis man den Punkt erreicht hat, dauert es eben echt lang. Und da muss man wirklich dahinter sein und muss sich kontinuierlich ums Feuer kümmern. Diese Abschnitte hier haben sich echt gut als Funkenschutz bewährt. Hier sieht man, der ist schon ein bisschen zu heiß geworden, der ist schon angeschmort. Also allzu lang würde ich jetzt das Feuer nicht mehr brennen lassen, weil sonst hätte ich Angst, dass auch mein Funkenschutz in Flammen aufgeht. Aber bis jetzt haut es echt gut hin. Sie dampfen alle, man merkt, sie verlieren Feuchtigkeit. Aber ja, wie gesagt, besser als gar nichts. Natürlich muss man aufpassen, dass sie jetzt dann nicht auch Feuer fangen, weil sonst gibt es ein Riesenfeuer. Also ein bisschen Vorsicht ist trotzdem geboten. Auch wenn nur noch Glut da ist, knistert es noch schön vor sich hin. Und auch das ist schön anzuschauen. Einfach nur da zu sitzen und zu beobachten, wie das Feuer langsam ausgeht. Und für mich ist es auch sehr wichtig, dass ich hier beim Feuer bleibe, bis wirklich die Glut komplett aus ist. Denn erst dann kann ich mich sicher fühlen, dass ich ins Bett gehen kann. Es kann in der Nacht immer noch einen Windstoß geben und die Glut wird nochmal richtig angepustet und wieder entfacht. Das kann echt gefährlich sein. Also erst die Feuerstelle verlassen, wenn das Feuer und auch die Glut komplett verschwunden ist. Erst 17:45, aber der Wald ist schon komplett finster und das muss ich mich erst wieder gewöhnen. Da, das liebe ich an meinen KHS-Uhren, dass ich auf einen Blick erkennen kann, wie spät es ist. Ich hatte davor nie eine Uhr mit Leuchtziffern, es hat mir auch nie gefehlt, aber jetzt, wo ich es habe, finde ich es nur genial. Das Feuer ist komplett aus und jetzt gehe ich ins Bett. Na, geht ja. So, ich bin jetzt im Zelt. Es war nicht ganz so einfach, hier reinzukommen, muss ich ehrlich zugeben. Ja, beim Ultraleichtzelt muss man halt auch irgendwo sparen. Und der Eingang ist wirklich knapp bemessen. Also ich denke, große Menschen oder Rückenleiden geplagte Menschen haben da so ihre Probleme. Aber wenn man mal drin liegt, ist alles gut. Ich denke, das Zelt heizt sich auch gut auf heute Nacht, weil es ja nur so wenig Volumen hier drin ist. Also ich denke schon, dass das sehr warm sein wird. Polly schläft im Vorzelt und ich werde mich jetzt in meinen Schlafsack einkuscheln, bis oben hin zumachen und dann hoffentlich gut schlafen und mich spätestens morgen früh wieder bei euch melden. Also, gute Nacht! Morgen.
Poldi? Hm? Poldi? Ja, Frau? Morgen? Ja, guten Morgen. Es ist ziemlich zapfig, wie wir hier in Bayern sagen, heute Morgen. Also kalt. Ich denke mal, wir haben so 1 Grad. Und zum Aufwärmen mache ich mir jetzt erstmal ein Feuer mit einem richtig leckeren Frühstück. Mein Schlafsack hat in dem Vorzelt leider keinen Platz. Zumindest nicht, wenn der Polly dran schläft. Drum habe ich den jetzt heute Nacht hier draußen gehabt und einfach mit so einem Mini-Tarp nochmal abgedeckt. Geht genauso. Für mein Frühstück habe ich mir jetzt ein paar Nüsse, kleingehackte Nüsse angebraten, angeröstet. Und jetzt kommt noch Honig mit in die Pfanne. Der wird erhitzt, so bis er Blasen wirft und anfängt zu karamellisieren. Dann kommen die Nüsse wieder mit in die Pfanne. Und dann wird das Ganze beiseite gestellt, um das abzukühlen. Und dann ist das so richtig schön knusprig. Man kann davon abbeißen, richtig lecker. Mein Frühstück braucht jetzt noch ein bisschen, dass es ausgekühlt ist, ausgehärtet ist. Und währenddessen baue ich jetzt gleich mal das Zelt ab. Also es hat mir heute Nacht echt gute Dienste geleistet. Mir war wirklich warm im Zelt. Und wenn man erst mal drin liegt, hat man auch mehr Platz als gedacht.
Und also mir sind so ein paar Details aufgefallen, die stechen einfach ins Auge. Zum einen die Zeltleinen, die reflektieren, wenn man drauf leuchtet. Und ich kenne unglaublich viele Leute, die über so Zeltleinen gefallen sind und sich dann was gebrochen haben. Also das ist ein ganz großer Pluspunkt. Und was ich auch total super finde, was ich noch bei keinem anderen Zelt hatte oder gesehen habe, man kann dieses Zelt aufbauen, auch wenn es regnet oder schneit. Der Clou dabei ist, das Innenzelt ist mit dem Außenzelt verbunden. Somit kann man es quasi hinlegen und man muss nur noch die Stangen durchstecken, das Zelt spannen, aber das Innenzelt wird während des gesamten Aufbauprozesses nicht nass. Und das sticht echt, ja, Poldi, du hast es auch gut gefunden. Das sticht echt richtig positiv raus. Poldi hört irgendwas. Er schaut die ganze Zeit dahinter, ist ganz angespannt und bellt. Ich sehe aber und höre nichts. Mal schauen. Die Lagerfeuerstelle ist unsichtbar gemacht und der Sichtschutzwall, es war ja wie fast jedes Mal mehr ein Sichtschutzwall als Reflektorwall, ist auch entfernt. Dieses Mal habe ich es aber auf einem Haufen lassen, denn ich habe es auch auf einem Haufen gefunden. Ich werde es nicht wieder dahin zurücktragen, aber werde es halt nicht hier quer durch die Pampa verstreuen. Und ja, also so kalt ist es ja noch nicht, dass ich wirklich eine Reflektorwand brauche fürs Feuer. Da hätte ich mit dem Feuer näher rangehen müssen. Ich schaue einfach immer, wo ist der nächste Weg, und genau in diese Richtung baue ich mir dann diese Feuersichtschutzwand. Die Nacht, die ich hier im Zelt verbracht habe, war wirklich gut. Ich habe gut geschlafen, ich hatte ausreichend Platz drinnen. Man muss natürlich, wenn man sich überlegt, so ein Ultraleichtzelt zu kaufen, immer bedenken, dass an so einem Ultraleichtzelt irgendwo Einsparungen gemacht worden sind. Jetzt hat hier, was mir ganz besonders aufgefallen ist, ist eben die Zelthöhe. Ich kann nur gebeugt drin sitzen. Aber wenn man in dem Zelt nicht mehr machen will als schlafen, was braucht man mehr? Also dafür habe ich lieber viel, viel weniger Gewicht mit dabei, weil ich bin eh nur zum Schlafen da drin. Warum brauche ich jetzt da ein riesen Kuppelzelt mit viel Komfort, viel Platz? Das ist für mein Hobby gar nicht nötig. Und ich denke auch für Bergsteiger, die einfach nur trocken und warm schlafen wollen, ist dieses Zelt vom Outdoor-Shop doorout.com ideal. Also ich werde es noch ganz oft benutzen. Aber jetzt wird erstmal zusammengepackt. Und so schaut es aus, wenn es fertig ist. Karamellisierter Honig mit Nüssen. Ich sage euch, das ist was Gutes. Mmh.
Wenn ich im Wald bin, dann nehme ich ja immer was vom Wald und ich bin auch dankbar, dass ich hier meine Zeit verbringen darf und auch über Nacht bleiben darf. Und darum finde ich das wichtig, auch eine gewisse Ehrfurcht zu zeigen und eine Dankbarkeit. Und ich lasse zum Beispiel immer irgendwelche Kleinigkeiten zurück, wie jetzt hier die Walnüsse für die Waldtiere, dass man nicht nur immer nimmt, sondern auch was zurückgibt. Das war jetzt eine Wildkamera von einem Jäger. Und dann müsst ihr euch die Augen offen halten, dass ihr da nicht reinlauft, weil sonst weiß der Jäger sofort, dass ihr da unterwegs seid oder wart. Die ganz neu modernen Wildkameras, glaube ich, übermitteln sogar direkt auf das Smartphone oder auf den Laptop, wenn die Fotofalle auslöst. Also, das ist ja nicht so gut, wenn ihr da direkt davor läuft. Also der Jäger macht das deshalb, das ist da eine Kierung, eine Fütterungsstelle für Wild. Da wird das Wild angefüttert und mit der Fotofalle kann der Jäger dann schauen, was für Wild kommt dort vorbei und in welcher Stückzahl. Also die sind oft ganz versteckt, diese Wildkameras, natürlich auch gut getarnt. Ich habe es jetzt erst anhand der Kierung entdeckt, dass da was sein könnte. Nach der Kierung habe ich den Jägerstand oberhalb entdeckt und dann die Wildkamera. Also Augen offen halten. Für Poldi und mich ist es jetzt Zeit, nach Hause zu gehen. Jetzt kommt die Sonne raus. Hätte ruhig ein bisschen schneller gehen können. Na, ich bin froh, wenn ich jetzt dann wieder zu Hause bin, gibt es einen warmen Tee, warm Kaffee und eine heiße Dusche. Aber ich freue mich, das nächste Mal wieder draußen zu sein und dann hoffentlich mit Schnee. Wir werden sehen. Also, macht es gut. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Pfiat euch! Aus diesem Grund werde ich mich von meinem Auto trennen. Neue Batterie ist drin. Er springt nicht an. Zum Glück habe ich mein Notstromaggregat dabei. Den Suaoki. Ich habe den euch schon ein paar Mal gezeigt. An den kann man alle möglichen Stromgeräte anschließen und man kann auch Auto damit fremd starten. Und genau das werde ich jetzt machen, in der Hoffnung, dass er anspringt und ich aus dem Wald rauskomme. Es hat funktioniert. Goodbye. Für dein Leben.